wurde umgebracht. Ja, das kommt davon, wenn man nach Weihnachten hier streamt, dann passiert genau das, dass der Weihnachtsmann dann einfach stirbt. Das ist ein bisschen traurig, aber was will man machen? So ist es nun mal. Hier ist immer noch Schnee. Ja, was machen wir heute? Ich glaube, ich baue heute einfach mal ein bisschen, weil DK hat keine Lust. Deswegen macht es wenig Sinn, hier zu versuchen, die Mechanikbosse platt zu machen, wenn ja er selbst meinte, dass bei seiner Ausrüstung das nicht klappen würde. Was schon sehr bedenklich ist. Aber wir haben hier ja immerhin den Bananarang. Mit dem können wir uns verteidigen gegen... Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt erwähne. Ja, was bauen wir denn eigentlich? Ich weiß nicht, wir könnten hier an der Wolke ein bisschen weiter bauen. Wir könnten aber auch was Neues bauen. Das entscheidet ihr, ihr nicht vorhandenen Zuschauer. Ihr, ein goldener Kronleuchter haben wir hier. Ich meine, mir fehlen ja noch, wie viele NPCs gibt es eigentlich? Ich gucke das mal eben nach, wie viele NPCs es denn eigentlich gibt. Ich weiß das nämlich überhaupt nicht, wie viele das insgesamt sind. Dafür einfach mal Terraria. Ja, ich gehe mal über den Weihnachtsmann-Link, der überhaupt nicht der Weihnachtsmann-Link ist, sondern einfach nur eine falsche Anzeige in meinem Webbrowser. Da sage ich einfach mal NPCs. Also NPC. Mal sehen, wen gibt's denn da? Town-NPCs, die will ich. So, den, es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, nein, ich will nicht draufklicken. Also nochmal, jetzt haben sich natürlich hier alle Dinger wieder ausgeklappt. So, NPCs, es gibt den Guide, den haben wir. Es gibt den Händler, den haben wir. Es gibt die Krankenschwester, haben wir. Es gibt den Sprengmeister, den haben wir. Es gibt den Farbhändler, den haben wir noch nicht. Die Dryade haben wir aber. Den Tavernkeep wird hier als nächstes aufgelistet. Den haben wir den nicht. Ach doch, den haben wir. Das ist aber nicht unbedingt alles richtig. Achso, den Farbhändler haben wir auch. Also wir haben den Farbhändler, die Dryade, den Tavernmensch, den Waffenhändler haben wir auch, oder? Haben wir? Den hatten wir doch sicher, oder? Haben wir den nicht? Doch, haben wir. Ich habe ihn nur übersehen. Den Stylist, haben wir nicht. Tatsächlich, oder? Ne, das ist Mechaniker. Maler haben wir einen hier oben, den Luigi. Wir haben einen Angler, wir haben einen Kobold, wir haben einen Hexen, ne, den Hexendoktor haben wir tatsächlich noch nicht. Dafür müssen wir erst die Queen Bee besiegen, also die Königsbiene. Das müssen wir, machen wir vielleicht gleich noch. Den Klosier haben wir, den Mechaniker haben wir und Partymädchen haben wir nicht. Dafür brauchen wir nämlich 13 NPCs, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also müssten wir theoretisch kriegen können. Ist bisher noch nicht gekommen. Gekommen. So, was haben wir noch? Wir haben noch den Zauberer. Wir haben den Steuersammler. Wir haben Trüffel haben wir noch nicht. Pirat haben wir. Ja, Pirat haben wir. Steampunker kriegen wir, wenn wir einen mechanischen Boss besiegt haben. Cyborg kriegen wir, wenn wir Plantera besiegt haben. Und den Weihnachtsmann, gut, den hatten wir, aber jetzt haben wir ihn nicht mehr. Bedeutet, wen müssen wir noch bekommen? Wir müssen noch den Stylist bekommen. In einem Spinnennest gibt's Stylisten. Und den Hexendoktor müssen wir kriegen. Und das Partymädchen müssen wir kriegen. Und Trüffel müssen wir kriegen. Muss ich mal gucken, wie das geht. Da muss man irgendwie ein Pilzbiom an der Oberfläche erschaffen. Ach so, und den Cyborg auch noch, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist.
So, dann will ich doch mal hier nach der Königsbiene suchen. Hatten wir nicht sogar irgendwo ein Nest von der? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, die sind, glaube ich, immer in unterirdischen Dschungeln, diese Nester. Dann gehe ich doch mal dahin. In der Hoffnung, dass ich eins finde. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich bauen, aber. Ja. Wann halte ich mich jemals an das, was ich sage, was ich mache? Also, ja, wahrscheinlich gar nicht. Nun gut. Ja. So, stirb. Du Verderber. So, ja. So, weg. Mal eben schauen, ob zufällig gerade jemand zuguckt. Wahrscheinlich ja überhaupt nicht, aber warum bin ich überhaupt bei Nacht hier losgegangen? Feed. Nö. Natürlich nicht. Schade. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber leider ist nicht. Zumindest derzeit. Vielleicht kommen ja noch Zuschauer. Zum Beispiel Nightman, wenn der nicht gerade wieder der Urlaubs-Nightman ist und deswegen nicht kommen kann. Oder der Weihnachts-Nightman, der keine Lust hat, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. Sagen wir der Neujahrs-Nightman. So. Auch wenn Neujahr ja auch theoretisch schon vorbei ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Der 2018-Nightman. Was auch immer das sein soll. So, weg mit euch allen! Ah, oh Mann, wie viele denn noch? Diese Wüste hier ist echt der schlimmste Ort der Welt. Was bombardiert mich da? Nein! Mann, wie viele Monster denn? Allein zu dem Dschungel zu kommen, ist ja schon eine Qual jedes Mal. Weil hier wirklich immer Horden an Monstern spawnen. Alles ablegen, sage ich jetzt mal, oder schnell stapeln oder wie auch immer. Ach, gerade kann ich mal auch hier Items sortieren drücken. Wow, ich kann mich gegen Dunkelheit schützen. Das will ich total. So. Jetzt aber richtig. Glaube ich. Wahrscheinlich wird es noch schlimmer jetzt. So, mal sehen. Hier sind wir wieder an dem Biom. Dann warte ich jetzt erstmal ab, bis meine Herzen wieder hochgeheilt sind. Alles nur, um so eine Bienenkönigin zu finden, die ich dann besiege und ja. So. Dann einmal hier lang. Und hier die dunkle Mumie besiegen. So. Hat er davon. Wer mich versucht zu töten. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt komm mal her. Geht doch. Weil diese Verderber, das ist furchtbar mit denen. Alles müssen die verderben, inklusive dem Spiel. Das sind so richtige Spielverderber. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind in einem Spiel drin. So, mal eben schnell stapeln, damit unser Geld gesichert ist. Und dann, ich muss hier das ganze Zeug mal purifizieren, glaube ich, wenn das so weitergeht.
dieses Corruption breitet sich ja mittlerweile aus bis keine Ahnung wo. Habe ich noch von dem Pulver was mit? Ja, habe ich noch. Kann ich hier gerade mal... nein, falsche Taste. So und so. Das ist aber auch nur bedingt effizient. Ich müsste das Corruption eigentlich komplett runter... komplett vernichten. Hilfe. Ich weiß nicht, wo es hier runter geht. Ach, da ist der Esel. Ja, was, was? Wie lange zockst du noch? Wieso fragst du? Ich weiß nicht, ich habe eben erst angefangen vor 10 Minuten. Du kannst auch mitzocken, das Ganze ist auf öffentlich gestellt. Also, ja, wenn du willst. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Weil wenn du irgendwas anderes zocken willst, dann kannst du das natürlich auch gerade schreiben. Komm mal, ich bin auf Discord. Geh mal in, oder bin ich auf Discord? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich bin tatsächlich nicht auf Discord. Jetzt bin ich auf Discord. Ich bin im Stream-Channel drin. Also in Stream 1, den ich hier vorhin erst erstellt habe, damit ich mal einen Stream-Channel habe. Hi. Ah. So, dann mache ich... Ich hab mich voll verschrieben, ey. Wie verschrieben? Komm auf mal Discord. Oh, fällt mir jetzt auch erst auf. Ja, wieso fragst du, wie lange ich noch zocke? Ja, ich würde mitmachen. Ach so, ja, dann mach das. Ich dachte, du hattest irgendwie noch was vor, irgendwie so in Richtung TTT oder sowas, aber dafür haben wir, glaube ich, eh nicht genug Leute gerade online. Ja, das machen wir vielleicht danach, wenn dann genug da sind. Weil ich brauche Folgen. Ja, ich bald auch in 3 Wochen. So, ich bin hier gerade auf der Suche nach der Königsbiene. Ja, aber auch nur Skywalker halt. Und Skywalker reicht uns nicht. Vielleicht ist Leo ja irgendwie erreichbar noch. Dann wäre das ja machbar. DK hat aber keine Lust zum Zocken gerade. Ich hab mich eben angeschlossen auf Book of Ark, ne? Ernsthaft? Leo wäre on auf Steam. Ja, dann können wir Leo gleich mal fragen nach diesem Stream. Ich weiß auch nicht, wie lange ich den machen werde. Wahrscheinlich nicht so lange. Skype mal anrufen, aber da ist er nicht dran gegangen. Jetzt hab ich gesehen, dass du streamst. Ja. Also ist er selber schuld. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob er Skype on ist. Weil der ist ein bisschen komisch in der Beziehung, dass er manchmal dann nur auf Steam ist. Und alles klar, ich baue hier erstmal den Sprengstoff ab. Was hast du denn eigentlich vor heute? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich das erst als Baustream gedacht. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich sorge mal dafür, dass ich die NPCs, die ich noch nicht habe, bekomme. Also konkret möchte ich jetzt die Königsbiene finden, damit der Voodoo-Priester kommt. Weil die habe ich irgendwie hier noch nicht besiegt in der Welt. Hier ist aber auch so ein Boss, den vergisst man gerne mal. Hab ich ja schon mal gemacht. Ja, gemacht habe ich die auch schon. Meistens aber immer so... Ja, habe ich mir überlegt, weil ich habe mir... Ich weiß nicht, den Blog gestern hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
Da habe ich das erklärt. Ich mache das, ich habe jetzt diesen Quatsch mit den festen und losen Mitarbeitern bei der Community. Habe ich mal beendet. Und jetzt gibt es nur noch die Mitarbeiter und dann noch Gäste, die irgendwie mal da waren. Gut, und dann habe ich noch so, so einen Zwischenrang, die erweiterten Mitarbeiter. Das sind dann Leute, die nicht bei mir sind, aber bei zum Beispiel Leo in der Community. Die haben da, sind dann wieder so ein eigener Rang. Ah, ich sterb hier. Ja. Super, da wurde ich erstmal hier von allen möglichen umgebracht. Warum will es nicht? Es dauert vielleicht manchmal ein bisschen. Ich gehe mir gerade mal ein bisschen mehr von dem Purifizierungspulver holen, damit ich dieses verdammte Corruption mal loswerde. Weil das nervt mich, dass das da ist. Oh, da ist ja endlich Nightman. So lustig, ich habe genauso gerade auf den Chat geguckt und genau in dem Moment schreibt Nightman. Oh. Hi. Ja. Tot? Was tot? Nicht gut. Achso, wahrscheinlich sieht er gerade erst die Stelle, wo ich gestorben bin. Ich bin da manchmal etwas verwirrt wegen der Stream-Verzögerung, die da immer drin ist. So, einfach mal dieses Corruption heilen. Also irgendwie möchte er nicht leuden. Das ist schlecht. Ah. Wenn er nicht joinen möchte, dann ist das sehr ungünstig. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegen könnte. Kannst du jetzt vielleicht nochmal neu starten? Kann ich gleich nochmal machen. Boah, so habe ich jetzt, da habe ich, dann heile ich immer so ein bisschen die Wüste. Die ja wirklich so eine einzige Corruption-Wüste ist. Zumindest heile ich sie, soweit es möglich ist. So, weg mit euch allen. Ah, super, das Corruption verbreitet sich schon wieder in der Wüste. Also ich glaube, diese Heilaktion ist absolut sinnlos. Warte, ich versuche es jetzt nochmal neu zu starten. So, hosten und spielen. Let's Spiel, Let's Play. So. Start, ja. So, hat neu gestartet. Dann hoffe ich mal, dass du jetzt drauf kommst. Ich weiß gerade nicht, aus was kann man eigentlich den Elevator... Ah! Ist immer noch in der Weihnachtsstimmung, nachdem ja unser Weihnachtsmann am Anfang des Streams leider gestorben ist. Die Zeit hat ihn mitgenommen. Also mit anderen Worten, ihn hat das zeitlich gesegnet. Können wir auch mal nach besseren Waffen gucken. Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, was es da so gibt. Was kann man denn alles finden an Waffen? Guck ich mal gerade nach. Waffen. Die findet man, also die muss irgendwie in einem Bienenstock reingehen und da irgendwie so einen Block abbauen. Und dann kommt die. Die ist aber ziemlich schwach. Ja.
Die muss ich halt nur machen, damit dieses eine NPC kommt. Ich guck einfach mal in der Liste der Nahkampfwaffen erstmal. Vor Hard Mode? Nein, vor Hard Mode ist alles scheiße. Hard Mode, da wird's interessant. Mal sehen, was ist denn gut? Das ist natürlich nach nichts Gescheitem sortiert hier alles, sondern irgendwie alphabetisch. Mal sehen, ich habe ein Adamantium-Schwert, das wird hier mit 50 Schaden gelistet. Meins ist ein bisschen. Ja, nein, ich wollte nicht fressen. Meins ist 69 Schaden. Das liegt hauptsächlich darin, dass ich ja so alle möglichen Verbesserungen habe und das auch noch überlegen ist. Also mein Entermesser macht 57. Ach so. Das Titanschwert ist ein bisschen besser, aber das können wir hier nicht kriegen, weil es hier keinen Titan in der Welt gibt. Das Dao of Pau müssen wir nur suchen, glaube ich. Ich weiß nicht mal, wo kriegt man das eigentlich her? Das wird, glaube ich, schon irgendwas noch gedroppt. Weil das alternativ zum Adamantium ist. So, stimmt ja. Wie kriegt man, wie wird das ausgesucht? Also die nächst bessere Waffe so wirklich ist das Excalibur. Das können wir aber noch nicht kriegen, sagen wir, die Mechanikbosse nicht platt gekriegt haben. Ein Obsidian-Schwertfisch. Den kriegt man, wenn man in Lava fischt. Aber dafür braucht man, glaube ich, erst so eine spezielle Angel. Mal sehen. Gibt es sonst noch irgendwas, was gut ist? Das gibt's nicht im PC, leider. Alle anderen Sachen können wir, glaube ich, jetzt noch nicht kriegen. Das Einzige halt, was wir kriegen können, ist dieser Schwert und das ist auch nur so eine Stechwaffe. Es gibt auch keine besseren Fernwaffen oder so. Fernwaffen habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht, irgendwie kann man sich doch den Maxi-Hai machen. Wie macht man sich den eigentlich? Weil einen Mini-Hai haben wir. Man kann ja einfach mal in Höhlen suchen und nach diesem Bienennest. Mal nach Hai gucken. Nein, nicht der Hai, sondern nach Mini-Hai gucke ich mal nach und dann suche ich mal, was ich nix hören. Hä? Also mir wird angezeigt, dass man mich. Ach, man hört den Esel nicht. Warum das denn? Warte, weil ich hier auf dem falschen Ton das eingestellt habe. Wartet mal, ich. Nee, im allem Ernst, meinst du jetzt Esel, weil ja, das kann sein, dass man den nicht hört. Warte mal, ich ändere das mal gerade kurz. Dafür mache ich hier mal gerade Desktop-Anzeigen. Ja. Luft um dich herum wird kälter. Und dann ändere ich mal hier gerade, dass ich auf Kopfhörer schalte. Das hört man nämlich einfach nicht. So. Was für ein Event ist das? Ach so, dann muss ich hier noch bei OBS das wieder Eigenschaften. Oh, ich glaube, das ist hier die Mondfinsternis oder was ist? Oder Sonnenfinsternis? Hä, warum geht das nicht? Hä, ich habe doch gerade hier. Warte noch mal, Desktop anzeigen. Ich versuch's mal. Kann ich hier gerade mal Eigenschaften und dann stelle ich mal den OBS ein, dass er den laut. So, jetzt sollte man eine Esel hören, denke ich, oder? Sag mal was. Hallo? Hört man Esel jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Also, wenn man ihn eben nicht gehört hat oder nur sehr leise, dann lag das einfach daran, dass ich bei OBS irgendwie den falschen PC-Sound.
Alles klar! Was? Schau leben. Wie schön, dass der dich verfolgt. Nein, der ist gar nicht schön. Das war ironisch. Weil ich hier gerade mit meiner Waffe auf den geschossen habe. Ah, ich komm zu dir. Wir gehen zum Haus. Gerne. Da ist die Dryade, die hilft uns zumindest ein bisschen. Aber ich glaube, bei dem kann uns nichts helfen. Naja, wir sind zu zweit. Das kann uns ein bisschen helfen. Heilen! Alter! Ah! Du musst respawnen! Als ob der einfach so spawnen kann. Nein! Scheiße. Bist du respawned? Ja. Oh, dann ist er noch da. Aber ich glaube nicht, dass ich das lange überleben werde. Du musst nur lang genug überleben, damit ich respawne. Unser Sprengmeister wurde getötet. Nein! Ich bin respawned. Sehr gut. So. Krankenschwester erstmal heilen. Den können wir niemals im Leben töten mit unseren Waffen. Ich weiß, dass wir ihn nicht... Man kann es aber zumindest versuchen. Jetzt, wo er schon mal da ist, viel mehr können wir ja nicht machen. Lock ihn mehr zu mir. Ja, so geht's natürlich auch. Nein, der Pirat. Der Fremdenführer. Kriegen alle neue Namen. Nein, die kriegen nicht neue Namen, die werden ersetzt. Ja, so kann man es auch sagen. Tot? Nein, ich lebe noch. Okay, ein Arm ist fast down. Ja, schön. Ah, nein. Hallo, heilen. Das wollte ich. Solange du die ganze Zeit überlebst, ist alles gut. Falls ich die ganze Zeit überlebe. Unter der Annahme, dass ich das schaffen werde. Benutzt sonst den Spiegel. Nein! Och Mann, wir haben. Och Mann! Den kann man nur zu dritt besiegen. Bekommt der überhaupt Damage, fragt Nightman. Ja, wir hatten ihn echt gut. Ja, aber das Problem war, der hat mich halt angegriffen und ich kam nicht an die Krankenschwester ran. Och Mann. Och Mann, wir brauchen noch... Nightman, komm mal online. Herr, wie... Wird der einfach so beschworen? Ich habe auch noch einen Schädel von dem irgendwo, aber ich weiß nicht... Ja, hier... Nee, das ist das mechanische Auge, hab ich. Irgendwo hatte ich, glaube ich, noch einen Schädel von dem. Also können wir ihn auch so beschwören, oder wie? Ja, einmal. Wir könnten mal versuchen, ob wir das Auge platt kriegen. Das Auge bestimmt. Hab aber sehr schlecht... Ja, egal. Schlecht ist besser als nichts. Naja. Ich meine, wir haben damals bei Avengers auch mit Ant-Man zusammen den Moonlord platt gemacht. Und der war so wirklich so schwach. Und nur 4 Herzen oder so. Du weißt, dass wir Herzenskristalle haben. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ich hab doch alle ich bekommen, oder? Einen haben wir noch. Warte, den nehme ich mal hier raus, dann gebe ich den gleich Nightman. Komm. Ja, gut.
Gut, wir müssen jetzt aber eh wahrscheinlich erstmal bis zur nächsten Nacht warten wieder, weil das wird jetzt zu knapp. Ja. Und kann ich dann ein paar? Ja, kannst du. Ich suche mal noch nach Lebenskristallen. Ich komm mit. Die werden wir niemals finden, wenn ich danach aktiv suche. Ich weiß doch, in einer meiner Folgen hatten wir so viel gefunden. Ja, da haben wir aber auch nicht danach gesucht. Wir finden immer nur dann welche, wenn wir nicht danach suchen. Ja, natürlich. Außerdem, ich erinnere mich auch, in irgendeiner Folge haben wir dann einfach in einer Kiste mal bestimmt 50 entdeckt oder so. Du bist wohin gegangen? Warte, gehen wir mal blaue Gruppe gerade. Ey, du musst dringend mal diesen Weg hier sicher machen. Ja, ich weiß, das mache ich noch irgendwann. Wieso erwischt es eigentlich immer mich? Das weiß ich nicht. Du bist einfach sicher rübergekommen. Mal sehen, haben wir denn hier irgendwo was? Dieses Corruption ist gefühlt auf der ganzen Welt mittlerweile. So. Ernsthaft, hier ist eine Mumie unter der Erde? Ich glaube, ich bin in einer unterirdischen Wüste, die jetzt zu einem Corruption geworden ist. Du suchst da unten nach Lebenskristallen, ich suche hier oben. Siehst du nach da oben? Oder? Ich bin einfach zwischendrin ausgestiegen. Ach, geht einfach so. Naja, wenn man einen Doppelsprung einmal macht und rausspringt. Ja. Let's Spiel Fleisch wurde von den Knochen gerissen. Ja, ich muss eigentlich mal den Namen von dem Charakter ändern, das ist einfach nur da traurig. Ja. Damals bin ich halt davon ausgegangen, dass niemals andere Spieler dazukommen werden und es deswegen eigentlich egal ist. Und ich habe damals, glaube ich, gar nicht nachgedacht. Das war ja damals, als Terraria tatsächlich noch neu war, habe ich das ja schon angefangen, dieses Let's Play. Oh, ordentlich. Das war damals 2011. Ach ja, ich habe ja noch den Haken. Da kannte man Terraria nämlich noch überhaupt nicht. Ich glaube, der einzige YouTuber, der YouTuber zumindest, über den ich das Spiel dann gefunden habe, war Debitor damals. Alles klar. Der das Spiel heutzutage, glaube ich, nicht mal mehr mag. Es war ja auch lustig, ich kannte Debitor ja irgendwie schon ungefähr so lange, wie ich Gronkh kannte. Gut, nicht ganz so lange wie ich Gronkh kannte. Ich glaube, kenne ich glaube schon seit 2010 oder sowas. Also. ETF. Ja, ich kenne Gronkh seit er Folge 201 gemacht hat, in etwa. Oder. Zumindest war die da erst seit einigen Tagen draußen. Sagen wir, er hat. Vielleicht hat er ja schon ein, zwei Folgen mehr gehabt. Wen interessiert das jetzt noch? Leute, die wissen wollen, wie lange ich schon dabei bin. Und wie viele Abos hatte er damals? Ich glaube so um die 75.000. Ja. Zumindest, ja. Das sagt schon mal viel aus, wenn man bedenkt, dass er jetzt bei 4 Millionen ist. Und damals noch nicht mal 100.000 hatte. Ich glaube, ich gehe mal aus diesem Corruption raus, weil hier ist es mir einfach zu gefährlich, um nach Herzenskristallen zu suchen. Und wahrscheinlich sind da hinten jetzt gleich 5 auf einem Haufen. Ich weiß gar nicht, welches dieser Anzeigegeräte ist eigentlich dafür verantwortlich, einem zu zeigen, was für wertvolle Sachen in der Nähe sind. Finn der Händler ist angekommen.
Was? Ach so, ich hab grad irgendwie verstanden, finde Händler. Nein. Finde Händler. Seit wann ist Finden ein Händler? Zweiter Handel. Aber gut, man muss auch sagen, damit reiht er sich in eine Reihe ein mit Charakteren, die nach Star Wars Figuren benannt sind. Gleich nach Commander Cody, den wir ja als unseren ersten Guide so ungefähr hatten. Also. Ja. Der hieß Cody einfach. Was schon lustig ist. Das heißt, dass so hieß er erst, seit er einen Namen hatte. Ganz früher hatten die NPCs ja keine Namen. Und Bohemas, der Handelsreisende, ist angekommen. Handelsreisende sind langweilig. Außer der hat was Cooles. Die sind langweilig, außer sie sind, haben was Cooles. Ja, so kann man eigentlich alle NPCs zusammenfassen. Wobei manche haben nicht mal irgendwann was Cooles und manche sind nie langweilig. Also irgendwie komme ich hier nicht weiter. Wieso? Wo ist das Problem? Ich muss doch mal zurück ins Haus. Ja, tu das. Also, geh dahin. Ich hab mich teleportiert. Ja, das meine ich doch. Mit anderen Worten, mach irgendwas, dass du da ankommst. Und Seth, der Fremdenführer, ist angekommen. Schade, dass man die NPCs nicht benennen kann. Das wäre noch lustig. Müssten wir mal einführen. Alter, der Chat ist ganz schön voll. Ich weiß nicht, ist der Cyborg eigentlich immer noch da? Weil der Cyborg, vielleicht wollen wir überlegen uns, ob wir vielleicht noch TTT aufnehmen wollen danach. Da könntest du dann mitmachen, sofern du jetzt noch da bist. Der Cyborg ist da. Ja, der hat vorhin mal geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob er immer noch da ist. Es wird mir nur ein Zuschauer angezeigt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass er noch nicht angezeigt wird oder dass Nightmare nicht mehr da ist, weil Nightmare meinte, sein PC muss er neu starten. Und ich weiß nicht, ob Nightmare nicht am Handy guckt oder keine Ahnung. Das kann ich alles nicht beurteilen derzeit. Ich bin hier schon gestorben. Bist du da? Ja, ich bin schon an Orten gestorben, wo du nicht mal wusstest, dass du da jemals warst. Ach, ich bin im Dschungel übrigens. Das heißt, ich kann jetzt auch nach dem Bienennest gucken. Na gut. Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Wie bin ich vor allem da in diese Lücke so reingekommen, aus der man nicht rausgehen kann. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, da hingegangen zu sein. Blackbeard, der Pirat, ist angekommen. Da haben wir hier gleich so einen berühmten Piraten. Ja. Da muss man schon mal sagen, das gehört schon, sich ja auch. Ja. In der Tat. Was ist das hier für eine Made? Ein Grubbi. Was ist denn ein Grubbi? So, erstmal Schnellstab hinten in das Schwein. Achso, hier habe ich auch mal. Hier habe ich einen mechanischen Wurm drin. Ich weiß gar nicht, ob ich einen mechanischen Schädel überhaupt hatte. Naja, egal. Kann sein, dass ich den hatte, kann aber auch nicht sein. Äh.
Wie ihr dem auch sei. Ich bin am Handy, schreibt Nightman. Mein PC spackt rum. Ach so. Also wird das wohl nichts mehr. Ja. Der da mitspielt. So. Dann einfach mal hier durch die Wand. Hier diesen zornigen Trapper besiegen. Und dann einfach mal hier weiter durch die Wand. In der Hoffnung irgendwo an. Und du hast den 100. Verderbnisschleim besiegt. Hab ich das? Ja, hast du. Zumindest wenn man dieser Meldung Glauben schenken darf. So. Dann einmal hier durch die Wand und hoffen, dass da hinten mal irgendwann Herzenskristalle sind. Ah. Hornissen! Das heißt. Nee, Hornissen sind keine Bienen. Ja, das hast du gut erkannt. Und ich habe keine Heiltränke. Ja. Nein! Ich wurde geköpft von Stachel, wie soll ich mir das vorstellen? Tja. Stell mir da so einen Stachel vor wie so eine Rasierklinge. Hi. Der einfach meinen Kopf abschneidet. Schick mal Scheiße ab. Lebendiges Feuer brauche ich nicht. Wer braucht sowas? Oh, da ist er ja! Oh. Nightman, komm mal in Discord in den Stream-Channel. In dem wir auch sind. So. Ach, hier ist auch ein mechanischer Schädel drin, genau. Dann müssen wir warten, bis es Nacht ist. So, jetzt sind wir hier gegen Vögel stärker. Wer auch immer das braucht. Wo ist Nightman eigentlich? Ist Nightman noch da? Ah, da ist er ja. Dann Nightman? Nightman, wo willst du hin? Jetzt ist er wieder weg. Ich schicke hier einfach mal eben dein Herzen. Nein, jetzt habe ich den wieder eingesammelt. Ich weiß nicht, hast du den Herzenskristall eingesammelt? Wenn ja, nimm ihn einfach in die Hand und benutze ihn einmal. Er hat ihn benutzt. Ja. Ich weiß nicht, Sir Cyborg, wenn du noch da bist. Du hast doch, glaube ich, auch Terraria mit dabei. Du kannst ja auch noch dazukommen. Wie lange wollen wir eigentlich noch spielen? Ich weiß es nicht, wir sind jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde dran. Wir können also ja noch mal versuchen. Ich spiele gerade Rocket League. Oh. Wir können ja noch mal versuchen. Planet Zeit 2. Hm? Skywalker Planet Zeit 2, was auch immer das für ein Spiel ist. Ich kann hier im Vollbild gerade nicht ins Steam-Menü, sonst würde ich ihn mal anschreiben. Nightman hat aber kein TTT. Ich glaube nicht. Was machst du da? Ein Boomerang testen. Das ist ja ein toller Test. Ich guck mal, ob ich hier hinten irgendwo Herzenskristalle finde. Ich guck mal nach dem Einhorn. Mach das. Wow! Das ist doch eigentlich mein Job. Ja, eigentlich schon.
Kannst du mir eine andere? Ich habe keine bessere Rüstung leider, sonst würde ich dir eine geben. Das Problem ist halt, die bessere Rüstung hat Ede schon und... Ja. Die gebe ich nicht. So. Dann versuche ich das jetzt nochmal, ob ich hier diesmal nicht zu Tode stürze. So, vorsichtig. So. Ach, Nightman, join mal der blauen Gruppe. Damit wir immer wissen, wo du bist. Ich bewege mich so langsam. Das ist komisch. Gut, du hast noch keine Superschuhe. Superschuhe? Ja, halt die Hermes-Schuhe, mit denen man schneller läuft. Superschuhe hat noch keiner. Ja gut, Superschuhe sind, glaube ich, diese Universalschuhe, die alles können. Ja. Wenn man die als Superschuhe bezeichnen kann. Oder besser wie. Wo join? Ach so, an der in du gehst ins Inventar einfach rein und dann an der Seite klickst du auf dieses blaue Schild. Was unter diesen zwei Schwertern ist. So, mal sehen, haben wir hier irgendwo Herzenskristalle? Hier ist zumindest sehr kalt. So. Ist hier drüben was? Warum sind hier eigentlich Gesichtsschleims im Eisbiom? Ich weiß es nicht. Hätte ja sein können. Ah! Wissen wir jetzt auch endlich, wo Nightman ist? So. Einmal hier Schneeflocke besiegen. Ja, so. Ah, der Handelsreisende ist wieder weg. Schade. Außer er hatte jetzt wirklich nur Schrott dabei. Dann ist das nicht schade. Dann ist das sogar gut. Dann kann jetzt mal einer kommen, der was Besseres hat. Denn das hier, ein gepanzerter Wikinger. Was machen diese Wikinger eigentlich immer hier? So, mal hier gucken. Ist hier zufällig ein Herzenskristall? Mann, da sucht man nach dem Zeug und dann findet man es wieder nicht. Das ist halt immer wieder der typische Effekt. Genauso wie mit DKs Geschenk der Natur. Wahrscheinlich bist du auch schon 10 Mal an einem vorbeigelaufen. Wahrscheinlich. Ach ja, das Geschenk der Natur. Wo wir dann immer... Ach, mal wieder ein Geschenk der Natur. Und DK hat sich jedes Mal aufgeregt. Wie er da einfach nach stundenlang gesucht hat. Ach, hier ist wieder so ein fliegendes Excalibur. Warum kann ich mein Schwert nicht benutzen? Geht doch. Was ist das? Schweinespeck. Und so ein Schweinewesen läuft hier rum. Ja. Nein. Also so klein wie dieses Pixeland Biom hier ist, da wird es sehr schwer mit dem Einhorn.
Ach, es ist wieder Nacht. Und ich habe keinen Herzenskristall finden können. Das ist natürlich etwas doof, aber was will man machen? Wo komme ich wie komme ich raus? Ach so, Wo ist er denn? Er ist hier in dem Loch drin und kann natürlich keinen Doppelsprung. Tja. Warte mal, hatte ich nicht irgendwo noch einen Doppelsprung? Doch bestimmt noch irgendwo. Wahrscheinlich mir gegeben. Kann sein, ich hatte irgendwo einen Schneesturm gehabt. Den hab ich. Aber ich hatte bestimmt noch ein, zwei andere. Oder hab ich nicht? Hab ich ein Schwein? Was du alles im Schwein hast. Nein, sieht aber nicht danach aus, als hätte ich was im Schwein. Nicht mal im Schwein. Nein, nicht mal im Schwein. Wir haben also nicht Schwein gehabt. Warte, dann muss ich mal eben Plattform basteln. So. Da habe ich noch ein bisschen Borealholz. So, dann mache ich dir mal eben Plattformen. So. Jetzt bist du frei. Dann lass uns den mal bekämpfen. So, dann muss ich uns jetzt erstmal ausrüsten, gehörig. Wo haben wir die ganzen Heiltränke? Hier haben wir schwache Heiltränke nur drin. Haben wir noch irgendwo was Stärkeres? Hier haben wir Heiltrank normale. Er hat ja gar nicht so viele Herzen, also reicht das bei ja. Nightman hat nur 120 Leben. Mann, das kann doch nicht sein. Ich glaube, so schaffen wir es dann auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oh, Herzenskristall. Bring ihn zu Nightman. Ach, die Nacht ist auch schon wieder fast vorbei. Warum geht die Nacht momentan so schnell zu Ende? Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt ein Herzenskristall gefunden habe, weil ich nicht danach suche. Ja. Ich weiß nicht, ob die Nacht noch reicht. Ich auch nicht. Oh, noch eins. Das ist doch echt nicht zu glauben. Ich sag doch, ich suche gerade nicht danach. Ja, wir warten vielleicht noch die nächste Nacht ab und suchen jetzt erstmal nach Herzenskristallen. Also wir suchen nicht nach Herzenskristallen. Such nach Einhörnern. Genau, ich suche nach Einhörnern. Wahrscheinlich findest du dann vor mir eins. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach Herzenskristall suche, finde ich ein Einhorn. Und das gehört mir dann. Dann wahrscheinlich noch nicht mal. Und dann das findest du da, wo noch nicht mal eins sein dürfte. Genau, das finde ich einfach im normalen Biom. Was? Oh. Oh. Warum ist der weg? Eine Kiste. Die ist leer. Die nehme ich mal eben mit für unser Zuhause. Au. Das erste Einhorn, das ich überhaupt mal hier. Ja. Hä? Was heißt hä? Ich glaube, PC von ihm ist abgestürzt. Warum das? So. Ja, wer weiß, was er für einen PC hat. Keinen guten wahrscheinlich. Mein PC geht nicht mehr an. Oh nein! Ernsthaft?
Du hast ihn kaputt gemacht. Sein PC ist kaputt. Er braucht einen neuen. Sofort. Einen Super-PC braucht er. What? Du bist in eine Bombe reingeraten. Alles klar. Der ist doch nur ein Jahr alt. Wie gut ist er denn? Es kommt ja nicht aufs Alter an, es kommt drauf an, wie gut er ist. Nein! Okay, wenn er damals gut, wenn er jetzt schon 10 Jahre alt ist und damals gut war, dann ist natürlich auch nicht so richtig. Was hast du gemacht? Weil... Nee, eigentlich hatte er gute Leistung. Was hat er denn so für Bauteile? Sagen wir es einfach mal so. Nee, mein PC... Ja, wir wissen, dass dein PC ein Jahr alt ist, aber wie gut ist er? Weil es macht ja keinen Unterschied, ob er jetzt ein Jahr alt ist oder... 10 Jahre, wenn er... Ich glaube, er ist überhitzt. Das kann sein. Das ist bei DK auch schon passiert mit seinem Laptop. Ja gut, aber der ist auch wirklich... DK holt sich ja jetzt endlich einen neuen PC. Ja. Weil er wahrscheinlich gescheit Ark zocken möchte. Brennt bisschen. Ich hoffe, der Schnee ist nicht wirklich in Flammen, der PC. Denn da würde ich mir ganz andere Gedanken machen, als dass er nicht mehr angeht. Mal sehen. Einhörner, wo seid ihr? Guckst du etwa unterirdisch nach denen? Ich habe ja keine andere Wahl. Glaubst du denn, unter der Erde gibt's welche? Ja, gibt welche. Mein Nightmare meint, er kann nicht mehr drauf. Oberirdisch ist das Gebiet ja mega klein. Ja, gut, das ist natürlich ein Argument. Gut, dann würde ich sagen, wenn Nightmare nicht mehr drauf kann, hören wir auch gleich mal auf. Wir sind jetzt auch schon seit einer Stunde wieder dran. Ja, gut. Und machen dann hoffentlich, gucken dann, ob wir TTT machen. Okay. Elefant ist, also mit gleich meinte ich nicht sofort, aber... Das hättest du auch früher sagen können. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt 58,5 Minuten dran. Deswegen sage ich an der Stelle mal, da wir ja zumindest mal gegen den Schädel gekämpft haben, nenne ich das jetzt mal eine Folge und dann nehmen wir vielleicht später noch mal auf oder irgendwann mal nehmen wir auf jetzt wieder. Wir hatten ja irgendwie die letzten 4 Folgen oder so gefühlt Livestreams gehabt. Na gut, 3 Folgen vielleicht, aber... Warte, es startet! Oh! Ja, wir hören jetzt trotzdem auf. Ja, wir hören jetzt trotzdem auf, weil wenn der überhitzt ist, dann wird er gleich wieder abstürzen, wenn er jetzt startet. Gut, dann ciao. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Terraria. Vielleicht streame ich die auch wieder einfach irgendwann jetzt demnächst in 1-2 Tagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall bis dann, sage ich. Ciao!